lese das Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Das ist dieses Buch. Und in Kapitel 5 bin ich angekommen bei Kapitel 5 Genetik 5.2 Zwillings- und Adoptionsstudien 5. Absatz. Gemeinsame Umwelt meint für gewöhnlich gemeinsame Erfahrungen von Familienmitgliedern, unabhängig davon, ob sie aktuell zusammenleben oder nicht, oder früher zusammengelebt haben oder nicht. Das ist Schwachsinn, was da steht. Dabei kann es sich um allgemeines elterliches Verhalten handeln, um sozioökonomische Bedingungen, Wohnort, Schule, um einen gemeinsamen Freundeskreis, aber auch um körperliche Erkrankungen in der Familie, Ernährungsgewohnheiten, Bedingungen während der Schwangerschaft und viele andere Faktoren mehr. So, an der Stelle möchte ich einfach mal sagen, man lernt so langsam das Niveau des Buches kennen im Kapitel 5 Genetik, und es geht dann weiter mit dem 6. Absatz. Hier steht nur Scheiße drin.